was soll der Scheiß? Jetzt hänge ich die ganze Zeit hier oben ab, oder was? Ich habe überragend Angst, Jim! Ich habe überragend Angst! Alter! Willkommen hier wieder zu einer neuen Folge. Heute sind wir unterwegs mit Mr. Fortner Love. Vielen herzlichen Dank noch, um schön mit dir zu sein hier in dieser tollen Atmosphäre im Phantasialand. Ja, wir sind im Phantasialandpark. Phantasialandpark. Und so ja, wir wollen heute ganz viele Attraktionen ausprobieren und ihr seid natürlich mit dabei hier auf meinem Kanal und mit dabei ist auch die Tonja. Geil. Ja. Und wir sind jetzt auch direkt schon vor unserer ersten Attraktion, nämlich den Kettenkarussell des Grauens. Ja, und da werden wir jetzt mal drauf gehen und ihr seid natürlich live mit dabei. Also, viel Spaß dabei. So, der Fortner hat mir gerade erzählt, dass er noch nie mit diesem Kettenkarussell gefahren ist. Ich lasse mich jetzt quasi entjungfern. Ja, es ist ja immer das erste Mal, ne? Einmal ist immer das erste Mal. Und ja, wie man so schön sagt, das erste Mal tut zwar sehr weh, ist aber doch irgendwo am schönsten. Ja, dann wollen wir mal rein. Wo geht's eigentlich hier rein? Ja, hier sind überall Blumen, aber keine Ahnung, wo ist hier rein. Ah, hier. Hier können wir rein. Ja, dann let's go! Hier ist ja sogar so ein Doppelsitzer. Komm, lass uns da rein. Wir warten jetzt hier, bis es endlich mal losgeht hier. Auf den Startschuss. Und ich habe ein bisschen Angst, ne, weil hier unten ist schon das Wasser. Ne? Gefühlte 5 cm Abstand zwischen Schuh und Wasser. Das ist nicht wirklich viel. Ja. Aber wir gucken einfach mal, wie sich das alles so verhält in der Luft. Oh, oh, oh! Oh! Ich bin überhaupt nicht fest so. Oh, guck mal da unten! Unten! Guck mal da unten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Komm, wir haben es geschafft. Ja, ich sehe es auch so. Aber ich muss gerade... Oh, 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 oh. Schade, dass die Taschen da nicht stehen geblieben sind. Ich hab's hart weggefeiert. Ja. Oh, guck mal, wir sind ich fand's ja sehr, sehr... ja. Human, ja, human. Es ging noch. Ne? Also, lass uns mal was Härteres machen. Ich bin auch für was Härteres. Ja, ja, wohin gehen wir denn jetzt? Oh, mal gucken. Ja. Tanja, wo willst du denn jetzt hin? Boah, mir egal. Ich weiß gar nicht, was hier gibt. Ich war jetzt seit 6-7 Jahren schon nicht mehr. Und ja, prima. Ich kenne die ganze Sache nicht. Ja, wir gucken. Fortner, wenn ich du wäre, würde ich jemanden fragen, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Wo soll ich jetzt als nächstes hingehen? Da hinten. Okay, also, da hinten finde ich ist eine gute Idee. Da gehen wir jetzt hin. Hier, da lang geht und dann nach hinten. Ja. In den großen Raum da, wo oben die Achterbahn kommt. Winners 4. So heißt sie. Ja. Ja, ja. Siehst du, richtige Experten hier im Phantasialand. Dein Name war? Nico. Nico, ein klasse Typ. Er kennt sich aus. Wenn ihr mal im Phantasialand seid, fragt Nico. Er sitzt die ganze Zeit hier und sagt euch, wo ihr hingehen sollt. Ja, dann ab zu Vinyas und Fiers! Ja. Moin. Wo muss ich bezahlen da vorne? Bestellen, aber erst bestellen. Ach so, ja, dann bestelle ich erst. So ein schönes Würstchen hätte ich gern. Was ist das im Einzelnen? Krakauer, XL, Bratwurst, normale. Krakauer, bitte. Ich auch eine, bitte. Die Julste. Seid so verfressen, ja? Ja, ja. Wir haben gerade erst mal 11 Uhr, nicht mal. Das ist Frühstück. Das muss sein. Bei dir bin ich da ganz hin. Da muss ja. Es nicht so vor. Wie hat denn die Bratwurst geschmeckt? Also, die schmeckt immer noch ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Doch, ich bin beeindruckt. Dafür, dass wir so eine Frühstücksbratwurst im Phantasialand, kann die einiges. Oder, ja. Tanja? Super, der Top. Ja. Gut, du sagst ja immer nur einfach. Tanja kriegt ja eh nicht den Mund immer. Gut, ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier rein, ne? Ja, genau, so sieht's aus. Ja, dann lass uns mal da rein. Wir könnten noch mal hier diese, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal dieses Mädchen mit der schwarzen Hose fragen, warum die eine Inter-Mailand-Hose anhat. Aber das ist auch so. Oder vielleicht ist es auch nicht so. Entschuldigung, warum hast du eine Inter-Mailand-Hose an? Sie weiß es selber nicht. Ach naja. So, okay. Gut, gehen wir weiter. Schade. Schade.
Also da sagt man doch immer, die sitzen morgens stundenlang vorm Schrank und suchen, sie haben nichts anzuziehen. Ja, und dann eine Intervaila-Dose! Hallo! Unmöglich! Naja. Doch, jetzt höre ich dich! Sag mal, wo ich bin! Im Phantasialand! Das ist wirklich kein Witz! Ja, komm hier hin, los, auf geht's. Spontanes Besäufnis im Phantasialand, hopp. Wenn du noch, wir haben eine GoPro dabei, es ist der Obershit, nur du fehlst. Komm jetzt. Was? Alter, wie unheimlich ist denn das, wo ich bin hier gerade in was, wo es mir übelst Angst macht. Ich bin gar nicht festgemacht. Alter, was ist denn das? Hey, das ist echt übelst unheimlich. Wie Freefall, nur ohne Freefall. Kommst du jetzt hier hin? Ach so, schade. Sag den doch ab. Ja, Land. Ey, was soll der Scheiß? Jetzt hänge ich die ganze Zeit hier oben ab, oder was? Ich hab überragend Angst, Jim. Ich hab überragend Angst. Alter! Oh, nicht mit meiner Höhenangst, Jim. Gut, dass du bei mir bist. Das ist nicht easy. So hoch. Sicher! Ich bin hier oben und falle mal ganz vor. Geil! Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich bin schon wieder gefesselt. Boah, das war nicht der Witz! Wo ist eigentlich die Tanja? Wo ist die eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Wo sind eigentlich alle anderen überhaupt? Wir sind ja... Also hier sind die Gegner beim Anamnesisten. Ach, da war das. Oh, und jetzt ist wieder dunkel. Jetzt habe ich mich leicht besabbert. So, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind jetzt, wohin gehen wir jetzt eigentlich? Fortner, frag doch mal vorher. Ja. Aber warte, wir suchen jetzt mal jemanden aus, der uns auch geil. Warte, zum Beispiel. Entschuldigung, wo sollen wir jetzt als nächstes hingehen und fahren? Temple of the Nighthawk. Temple of the Nighthawk. Geil. Geile Idee, komm. Ja. Gehen wir hin. Fortner, Sonnenbrille. Here come the man in black. Oh Gott. Ey, wo ist denn Temple of the Night? Was ist das überhaupt? Ist hier, frag ihn doch nochmal, wo das ist. Achterbahn im Dunkeln. Ach so, okay, kenne ich. Okay, geil, kenne ich. Kenne ich doch. Ich wusste nur nicht, wie die heißt. Achterbahn aber, im Dunkeln stelle ich mir jetzt aber auch lustig vor. So ganz im Dunkeln. Die ist, da sieht man gar nichts. Wollen wir ausprobieren? Ja. Wenn er sagt, wir probieren mal. Nachher sitzt die Tanja auf einmal neben mir. Uiuiuiuiui. Das wäre natürlich... Ja, dann lass uns doch mal dahin, ne? Dann gehen wir mal dahin, ja. Tanja, und du pass auf, ne? Hier, ne? So, wir haben jetzt mal eine kleine Abkürzung hier genommen. Und und sind jetzt hier beim Eingang von Temple of the Nighthawk. Geil. Ich kau mir schon die Fingernägel wund, weil ich ein bisschen Angst habe. Es wirkt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, untergrundisch. Oh ja. Gibt es das Wort? Wenn es das Wort gibt, wirkt es so. Ich glaube, hier wird einiges passieren, Ordner. Aber das Gute ist, wir werden es nicht sehen. Ja, weil es ist sehr dunkel. Ne? Geil, es wird auch schon... Tanja ist schon sehr... Tanja ist schon ganz heiß. Ja. Ja. Bei Temple of the Nighthawk denke ich ja spontan an Rednecks, The Spirit of the Hawk. Ja. Obwohl Cotton Eye Joe eigentlich der geile Song war. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Tanja sagt einfach nichts dazu, sie ist einfach immer dabei, aber sag Tanja, die hat das alles, die kontrolliert das so vom Hintergrund. Also sie ist so die Macherin. Ja. Auf jeden Fall geht's los. Ja. Wir freuen uns, ja, weil jetzt geht es nämlich richtig ins Dunkle. Ja. Das hat man uns gesagt. Ja, also hat der Typ gesagt, ne, dass es hier dunkel wird. Also, wenn ihr jetzt vielleicht nicht was... Oh, guck mal hier. Oh, das ist ja hier Special Effect mäßig. Geile Scheiße. Ja,
Ich fühle mich ein bisschen wie bei Starlight Express, als wäre ich einer der Teilnehmer. Ja! Alter, was ist denn mit dir los? Was ist denn hier los? Hallo? Tunika an! Was ist da passiert? Naja. Die Spaltenwandler. Aber das steht dir ja absolut obergeil. Du solltest es genau so beim Tomorrowland anziehen. Guck mal, genau so. Genau so. Fett! Geil! Ja. Scheiße. So, jetzt sind wir wieder frisch. Jetzt sind wir wieder hier, so wie es gehört. Geil. Nicht mehr viel. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, Fortnite. Nee, also irgendwie war es sehr wild. War sehr wild. Ja. Geil. Ja, ist auch so ein bisschen zerrissen jetzt hier. Mein Knopfloch ist gut, dass ich nicht neben Tanja saß. Ne? Also, oh mein Gott, jetzt brauche ich auch wieder Brille. Ich meine, fast blind hier. Boah. So. Blinded by the light. Wie früher. So, Fortner. Jetzt haben wir eine kleine Pinkelpause gemacht. Ne? Ja. Müssen wir mal zu Kräften kommen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir könnten auch mal die Tanja fragen. Oh, man kann ja fragen. Das ist ein spontanes, wenn ich du wäre. Wenn ich Tanja wäre? Ja, wenn wir beide Tanja wären? Ja, wenn wir Tanja. Okay, wenn wir beide Tanja wären, dann würden wir jetzt was machen? Ein Bier trinken. Ein Bier trinken, ja. Ein gut, Bier Tanja. Trinken. Ja, dann gehen wir ein Bier trinken. Dann gehen wir ein Bier trinken. Ja, los! So, wir haben jetzt lecker Bierchen hier. Lecker Bierchen. Ne? Und ja, wir gehen jetzt wieder mal zu unseren Schließfächern, denn unser Akku ist schon, ja. Mann, dreh bitte mal die Kamera, da kommen riesige Titten auf uns zu. Okay, das reicht. Die musste man einfach kurz sehen. Ja, naja, auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr aufgepusht. Ich habe extra nochmal durch die Anonymität meiner Sonnenbrille, die habe ich ausgenutzt, um die Titten hier aus der Nähe anzugucken. Die waren total künstlich. Unheimlich viel Push-Up drin und wer weiß, was... Egal. Plastik. Hauptsache, wir gehen jetzt zum Schließfächer und holen neue Akkus. Und ja, dann geht's weiter. Und ja, ich weiß schon, wo es hingeht, weil jetzt entscheide ich mal. Stimmt, ja. Du bist jetzt dran. Spontan, ja, wenn ich ihr wäre. Spontan, wenn, ne? Du wir alle wärst. Ja. Dann würde ich das machen und wo es hingeht, das verrate ich euch erst, wenn das Bierchen alle ist. Oh, das ist schön. Also dann, hopp, hopp. Gut, wir haben einen Plan. Sie haben eine Aufgabe.